Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 18. Februar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Wassermann und Tierkreiszeichen Fischen. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe und übergeht jetzt in Tierkreiszeichen Jungfrau, bewegt sich auch im Grenzbereich. Mond hat eine zunehmende Mondphase, bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen auch im Grenzbereich, weil jetzt übergeht in Tierkreiszeichen Widder. Sonne, Mond und Erde bewegen sich im Grenzbereich und so wirkt es auf unserem heutigen Tag. Entweder bewegen wir uns auch im Grenzbereich, kann bedeuten, dass wir über unsere Grenzen gehen und fangen etwas Neues an, oder wir stoßen in unseren Grenzen, kann auch bedeuten, jemand setzt uns Grenzen oder wir setzen an jemand Grenzen. Die Gefühle werden ganz stark wahrgenommen, das vermehrt sich und es wird spürbar sein, das kommt auch im Fluss. Die Gefühle werden geöffnet oder gezeigt oder darüber gesprochen. Alten, verletzten Gefühlen kommt auch eine Heilung. Die einzige Hindernis, was heutigen Tag auch möglich ist, das ist die Verbindung zwischen Mars und Neptun. Bei Mars-Energie handelt es sich um Mut und Kraft und Bewegung, aber kann auch eine männliche Person sein. Und die Neptun-Einfluss, das sind die Täuschungen, Enttäuschungen. Also das ist möglich, dass wir nicht, dass wir versuchen, etwas in Bewegung setzen und da sind Hindernisse, wird jemand Grenzen gesetzt und wir fühlen uns enttäuscht. Kann auch bedeuten, dass wir Sport treiben und die Kraft fehlt. Dann fühlen wir uns auch enttäuscht, weil wir nicht diese Leistung bringen können. Bei Bewegung kann auch um Auto handeln und das läuft gerade nicht und da kommen die Enttäuschungen. Oder ein Autoreparatur und eine falsche Rechnung und das sind die Täuschungen. Vielleicht auch sogar ein Betrug bei Autokauf ist auch möglich. Oder dass eine männliche Person versucht, uns etwas vorzutäuschen. Also das ist diese Verbindung und das spüren in erster Linie die Schützengeborenen und die Fischengeborenen. Die Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen und kommt zu einer Verbindung im Sternbild Walfisch. Und dieser Sternbild Walfisch hat auch einen Einfluss auf unseren heutigen Tag. Ich erzähle dazu die Geschichte. Ich habe zwar oft erzählt, aber ich wiederhole das nochmal, damit man versteht, welcher Einfluss kommt von dem Sternbilder. Es gab eine Königin Cassiopeia. Und diese Königin Cassiopeia prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Die Meeresjungfrauen waren natürlich nicht begeistert von dieser Nachricht und haben sich beschwert bei Gott des Meeres, bei Poseidon. Und Poseidon schickte die Walfisch in die Königreich, diese prahlende Königin Cassiopeia zu bestrafen. Und das ist dieser Walfisch, dieses Sternbild, was in heutigen Tag auch wirkt. Der Walfisch, dieser Seeungeheuer, ging im Königreich, aber folgte nicht, was Poseidon gesagt hat, sondern er nahm die Königstochter Andromeda und fesselte in Felsen. In die Nähe war Medusa die Furchterregende und Andromeda hat Angst gehabt, bis dann Perseus kam mit seinem Schwert und befreite Andromeda von diesem Fessel. Und die beiden haben sich auch verliebt
und mit einem geflügelten Pferd sind davon geflogen. Und dieses geflügelte Pferd heißt Pegasus. Und dieser Walfisch, dieses Sternbild Walfisch, wirkt auf die heutigen Mondbewegung. Dieses Sternbild Walfisch liegt unterhalb von der Ekliptik. Die Ekliptik ist nichts anderes als die 12 Tierkreiszeichen. Die Griechen saßen bei diesem Sternbild Walfisch, weil es unterhalb liegt, unterhalb von der Ekliptik, als der Tor der Unterwelt. Und wie saßen das die Babylonier? In diesem Sternbild Walfisch befindet sich ein Stern, heißt Diphda oder Deneb Kaitos. Und dieser Stern, Diphda, so ist es bekannt, das ist die Hauptstern von diesem Sternbild, bestrahlt die heutigen Mondbewegung. In die babylonischen Schöpfungsgeschichte kommt auch diesem Sternbild Walfisch vor, beziehungsweise dieser Stern Diphda. Die Babylonier haben diesem Stern Diphda als Tiamat, die Göttin, eine weibliche Göttin, verehrt. Und somit beginnt auch die Schöpfungsgeschichte. Diese Tiamat, diese Göttin, war für Salzwasser zugeordnet. Und das war die weibliche Kraft. Tiamat bedeutet auch übersetzt Meer. Und ihr Ehemann war Apzu und verkörperte das Süßwasser und die männliche Kraft. Und so beginnt bei den Babylonier die Schöpfungsgeschichte. Das Salzwasser haben als weiblich bezeichnet und die Süßwasser haben als männlich bezeichnet. Und diese Göttin des Meeres wurde von Diphda zugeordnet zu diesem Stern und die Babylonier nannten als Tiamat. Und wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont auf und im gleichen Moment geht in Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Löwe. Für die Wassermann Geborenen ist wichtig, wahrgenommen zu werden, sich sichtbar machen oder etwas in Licht zu bringen, hinter den Kulissen zu schauen, die Wahrheit erfahren. Die Wassermann-Geborenen ist auch wichtig, heute über Gefühle zu sprechen. Sonne und Merkur stehen noch in Verbindung, weil sie beiden befinden sich noch in Orbisbereich. Aber die Sonne ist noch im Tierkreiszeichen Wassermann, Merkur ist aber schon im Tierkreiszeichen Fischen. Und es ist Gesprächen über Gefühlen oder gefühlsvollen Gesprächen. Und dieser Austausch, das natürlich wirkt auch bei Wassermann geboren. Bei Tierkreiszeichen Fischen geboren ist sehr wichtig die Gefühle, die Liebe, Partnerschaft. Aber sie fühlen sich noch nicht ganz frei. Es ist zwar eine Heilenergie und ein schöner Einfluss kommt von Jupiter, die Gefühle vermehren sie sich oder man spricht auch über Gefühle und es hat eine gute Wirkung. Aber anderen Einfluss kommt auch und das ist die Neptun- und Mars-Einfluss. Und da wird Grenzen gesetzt oder die Fischengeborenen stoßen in ihren Grenzen oder kraftlos gerade oder fehlt die Mut, kann auch eine männliche Person sein, wo das Schwierigkeiten macht. Dieser Einfluss kommt aber noch dazu. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen kommt in die kommenden Tagen einiges in Bewegung. Ein Gespräch, ein Termin oder ein Vertrag hat auch eine große Bedeutung. Die Wiedergeborenen ist auch ein Aufstieg und sie möchten auch wahrgenommen zu werden. Sie haben auch die Kraft und die Mut, etwas verändern, etwas Neues zu starten. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Und jetzt die Gespräche sind auch sehr gut. Das bedeutet, ab heute können Sie Verträge unterschreiben, besonders was die Finanzen betrifft.
Es waren Hindernisse da. Ich habe auch gesagt, nichts unterschreiben, kein Verträgen unterschreiben und nichts unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun hat. Und ab heute ist aber ein guter Merkur-Einfluss, also die Gespräche sind sehr gut, die Verträge kann man unterschreiben und die Finanzen in Ordnung zu bringen. Die Stiergeborenen haben auch Gewinnchancen gerade und auch Glück in die Liebe, Partnerschaft. Und ein gutes Gespräch kommt auch, also das ist auch zum Erwarten, vielleicht nicht heute, aber in den kommenden Tagen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen wird in den kommenden Tagen eine Verbesserung da sein, weil dann kommt die Begeisterung, dann kommt etwas in Bewegung. Sie brauchen Sicherheit und Stabilität. Es ändert sich etwas in den wohnlichen Bereich. Entweder ein Umzug oder eine Renovierung oder neue Einrichtung. Viel bewegt sich in vertrauten Umgebung. Die Gespräche können unangenehm sein in die kommenden Tagen. Kann auch bedeuten, dass Sie warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Also in die nächste Zeit keinen Termin ausmachen, wenn das möglich ist, oder keinen Vertrag unterschreiben, besonders was die Immobilien betrifft. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen kommt jetzt etwas im Fluss. Sie haben zurzeit auch Glück, beruflichen Glück, Glück in die Liebe, Partnerschaft. Die Gefühle werden wahrgenommen und ein gutes Gespräch ist auch zum Erwarten. Da ist sehr gut, Verträge unterschreiben, einen Termin ausmachen. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtiges Thema jetzt zurzeit die berufliche Situation. Die Löwengeborenen fühlen sich unglücklich. Nicht jede einzelne Löwengeborene, aber viele Löwengeborenen trifft das zu, dass sie unzufrieden sind, dass sie nicht genügend Anerkennung bekommen, dass sie kraftlos fühlen im Arbeit und sie suchen ihren Berufung. Ist es auch eine karmische Lernaufgabe gerade bei vielen Löwengeborenen, nicht einen Job ausüben, sondern die wahre Berufung zu suchen. Und gerade das weckt etwas auf bei den Löwengeborenen, die Berufung zum Leben. Die Kraft kommt in die kommenden Tagen, wenn diese Spannung vorbei ist und es wäre auch der richtige Moment zum Handeln oder etwas Neues zum Beginnen oder etwas verbessern im Arbeitsplatz. Ist heute auch wichtig, mal Nein zu sagen, Grenzen setzen, sich zum Wehren. Das kommt von den Sternen, auch von dieser Difta, von diesem Sternbild Walfisch kommt auch dieser Einfluss und gerade das ist spürbar auch bei den Löwengeborenen. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau geboren spiegelt sich etwas im Leben. Einmal die Liebe, Partnerschaft und die Gefühle und es ist wichtig, nicht nur warten, sondern aktiv sein, auf anderen zuzugehen oder Gefühle zeigen, weil so kommt es im Gleichgewicht. Aber die Merkur-Energie spiegelt zurzeit auch etwas für die Löwengeborenen und hier handelt es sich um Gespräche oder Termine oder einen Vertrag. Also nicht nur warten, bis dieser Termin kommt, bis eine Nachricht kommt, sondern selbst das in Hand zu nehmen, auf anderen zuzugehen oder einen Vertrag vorbereiten oder einen Termin vereinbaren. Also wichtig ist, aktiv zu sein, auf anderen zuzugehen, weil so kommt das in Harmonie, im Gleichgewicht. Bei Tierkreiszeichen Waagengeborenen ist wichtig, jetzt momentan abwarten und bis eine bessere Merkur-Energie da ist und dann spüren sie auch die Kraft und dann können sie auch etwas in Bewegung setzen und etwas Neues anfangen. Hier wird Uranus etwas spiegeln bei den Waagengeborenen und Uranus ist der Planet für Umbrüche und Veränderungen und diese Spiegel bekommen gerade die Waagengeborenen etwas verändern in ihrem Leben, entweder die Einstellung oder wirklich kleinere oder größere Veränderungen wahrzunehmen, Entscheidungen treffen, weil das ist die Spiegel
Und in die Richtung sollte man auch mal schauen, was spiegelt das Leben, was soll ich wahrnehmen. Das ist keine direkte Einflüsse, sondern selbst mal in die Richtung schauen und in die Richtung etwas bewegen. Und das sind gerade die Veränderungen. Bei Tierkreiszeichen Skorpion geborenen ist ein sehr schöner Mondeinfluss gerade und aktiviert auch die Jupiter hier in Tierkreiszeichen Skorpion. Und das ist natürlich wunderbar für die Gefühle. Es werden die Gefühle gezeigt oder ist man offener. Man spricht auch über Gefühle. Eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten und Glück in die Liebe. Partnerschaft kommt auch die Begeisterung. Und bei vielen Skorpiongeborenen ist auch Bewegung in die Liebe, Partnerschaft oder ein Neuanfang. Chancen, Möglichkeiten sind gerade da. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen verspüren diese Spannung, was ich erzählt habe, was mit der Bewegung etwas zu tun. Entweder stoßen ihren Grenzen, weil sie fühlen sich kraftlos. Oder besonders in beruflichen Situationen wird Grenzen gesetzt und die Schützengeborenen fühlen sie sich eingeengt momentan. Aber das ist kein Dauerzustand, weil das verbessert sich. Auf jeden Fall kommt in den nächsten Tagen schon mehr im Schwung. Also damit kann man rechnen, dass die Bewegung etwas begrenzt ist oder eine männliche Person gerade Schwierigkeiten macht, besonders im beruflichen Umfeld. Bei Tierkreiszeichen Steinbock geboren ist wichtig, loslassen, etwas verabschieden, all das, was stört, was hindert, diese Hindernisse aufräumen im Leben. Dann ist auch wichtig, die Wünsche, Sehnsüchte, Träume auch ernst nehmen, das als Ziel setzen. Das sind die Prozesse gerade, was die Steinbock-Geborenen trifft. Bei Freundeskreisen auch ein bisschen vorsichtig sein, achtsam sein, wen können sie vertrauen, wen nicht. Es sind entweder die Bekanntenkreis oder ein Verein oder eine Partei. Ist nicht jeder Kontakt angenehm und schön, da ein bisschen einordnen des Ganzes. Das ist auch ein Thema, gerade bei den Steinbock-Geborenen. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten oder Gefühlen kommen von außen oder Anerkennung und Glück in die Liebe, Partnerschaft. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.